Kommen wir daher. Ja, da kommen wir her, genau. Dieses Haus ist. Genau, an dieses Haus kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das Haus des Schreckens. So, es gibt Harry Potter, die Kammer des Schreckens, und es gibt das Haus des Schreckens. Das finden wir hier in Splinter Cell, Pandora Tomorrow. So, okay. Ich glaube, das Nervige haben wir schon jetzt gemacht. Wie denn? Ja, Quicksave ist immer gut. So. Und hier ist wieder so ein Dingens. Ich glaube, ich mache hier wieder einen großen Save. 50. Level 5 ist es. Ah, schon Level 5. Ich kann mich noch erinnern an Level 1. Nicht schlecht, wir haben das Spiel schon halb durch. Mindestens schon. So, aber ich muss noch weiterhin vorsichtig sein. Ach, noch so ein Teil. Sind ja überall. Unglaublich, dass die ganzen Leute da nicht reinfallen in ihre eigenen Fallen. Naja. Ach komm, das Licht ist doch. Weg damit. Ist hier noch was? Nein, okay. Alles sauber. Hoffe ich zumindest. Was ist da vorne? Ist es sehr hell. Das liegt vielleicht daran, dass es hier weniger verdichtet ist, dieser Wald. So, hier ist ein Gebäude. Ist jemand? Sicherheitsstufe. Ah, sehr schön. Sicherheitsstufe. Zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien Sie wieder zur Normalität übergegangen. Ist jemand? Scheiße. Sie sollten in der Nähe von Sardonos Flugzeug sein. Sprich mich mit dir an. Du kannst mich auch duzen, wenn du willst. Auch der da kann mich duzen. Ihr könnt mich alle duzen. Es gibt ja ein paar Leute, die sprechen die ganzen YouTuber mit sie an. Das kann ich irgendwie nicht verstehen. So. Ich glaube, hier hinten ist es ganz gut zum Verstecken. Schön dunkel. Ein dunkler Platz für diesen Emo da. So, hier ein Traumort für Emos. Muss nur noch den Kollegen da rufen. Komm her. Es gibt Knochen für dich, wenn du hierher kommst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Psst. Halt die Klappe. Ist hier noch jemand? Hä? Sieht nicht so aus, aber ich sollte trotzdem noch ein wachsames Auge behalten. Hier, leg dich mal zu deinem Kollegen schlafen. So, hier wieder ein Quicksave. Und ja, ich glaube, hier ist niemand mehr. So, wo müssen wir... Ah ja, Sprengsatz legen. Sehr schön. Gute Arbeit, Fischer. Beim ersten Mal durchspielen habe ich hier... Ein Eindringling. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Sei vorsichtig, Fischer. Tarnung ist das A und O bei dieser Mission. Halt die Klappe. Ist hier noch jemand? Also, wie gesagt, beim ersten Mal durchspielen habe ich hier mich da überall hier oben abgeseilt. Überall und... ja, es war ein richtiges Geraffel. Hat die ganzen Lichter da oben ausgeschaltet, genau, das weiß ich auch noch. Auf jeden Fall ganz lustig. Und schwierig auch noch. So. Und ich glaube, hier ist ein guter Ort für eine Aufnahmepause. Also, ja, bis zum nächsten... Ja, oder bis gleich. Bis zum nächsten Part oder bis gleich, je nachdem, wie ich schneiden muss. Also, ciao! Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin wieder zurück bei diesem spannenden Let's Play Team Fortress 2. Ich meine, Splinter Cell Pandora Tomorrow. Und wo kommt der Hund her? Hundi? Ah, da kommen wir her. Na, natürlich, da kommen wir her. Da kommen wir her. Ist immer dasselbe. Okay, okay. Hallöchen, ich bin wieder zurück aus der Testaufnahme. Und bereit, das Level zu schaffen. Oh Gott.
Ich sollte aufpassen, wo das Licht ist. Nein, nicht das. Hier. Oh Gott, ich habe gerade was getrunken. Jetzt habe ich hier voll irgendwas im Hals. Oh Gott. Naja. Aber es wird mich nicht davon abhalten, dieses Spiel durchzuspielen. Ich bin jetzt auch ein bisschen heise. Keine Ahnung, habe halt ein bisschen mit meiner Stimme rumgeblödelt. Deswegen kann ich jetzt nicht meine Stimme verstellen. Scheiße, der kommt her. Dieser kleine Wichslappen kommt her. Seht ihr, er kommt her. Fuck, das wollte ich gar nicht. Das war total unbeabsichtigt. Oh nein. Ich darf doch töten, ne? Dann kann ich ihn theoretisch abknallen. Aber ich muss auf Munition nachgeben. Komm, ich glaube noch mehr. Na los, komm her. Komm her, du kleiner Wichslappen. Komm her. Deine Mutter stinkt. Oh Gott. So, halt still. Oder? Soll ich ihn abknallen? Halt still, halt still, halt still, halt still. Ich habe übrigens eine neue Maus, an die muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Ist eine Kabelmaus. Vorher hatte ich eine drahtlose Maus, aber die ist kaputt gegangen. Logitech halt, ne? So, wo tun wir den Kameraden denn jetzt hinstellen oder hinflacken lassen? Hier ist ein schöner Platz für ihn. Komm, mach dich hier mal schön bequem. Okay. Also, sorry, falls ich jetzt öfters machen sollte. Das liegt daran, weil man halt ein bisschen gerade gefickt ist. Auf gut Deutsch gesagt. Oh Mann, da ist noch einer. Hoffentlich patrouillieren die Lappen nicht. Ach, jetzt sehe ich schon wie Julians Block. Hey, die Lappen patrouillieren ja voll. Kiko-Shit. Ich sollte aufhören, ne? Das ist sonst kein cooler Stil, wenn ich hier ständig ein paar Jokes von anderen YouTubern klaue. In der letzten Aufnahmesession habe ich ja sehr viel aus Bullshit-TV, oh Gott, geklaut. Wie zum Beispiel dieses Nadine. Boah, gib mir das auf den Sack, ey. Ist ja voll ekelhaft. Und so, das werde ich jetzt dann nicht mehr machen. Was ich jetzt machen werde, ist diesen Typen hier abknallen oder beziehungsweise wegzulocken oder loszuwerden, whatever. Beliebigen Begriff hier einfügen. Ha, like a boss. Ah, ich liebe es, wenn wir töten dürfen. Das ist so schön. So, hier fack ich hin. Ich hoffe, der Alarm geht bald weg. Ist hier jemand? Moment. Ich will jetzt sicher gehen, bevor ich da reingehe. Nicht, dass da uns jemand ertappt. Ich glaube, solange wir unten bleiben, wird uns keiner sehen. Ah, hier ist sogar ein Lichtschalter. Und ein Medikit auch, wie schön. Wir haben zwar kaum Schaden bekommen, aber naja. Trotzdem. So, Sam. Schade, dass man den nicht mehr mitnehmen kann. Das ärgert mich ein bisschen, aber naja. Dafür können wir pfeifen. Was war das denn jetzt? Jetzt haben wir irgendwas geöffnet, ne? Irgendeine Tür hat... nach einem Zauntor hat sich's angehört, irgendwie. Oh Gott, dieses Licht. Warum musste Sam um diese Uhrzeit überhaupt auf Streife gehen oder whatever? An die Arbeit gehen, whatever. So. Aber trotzdem ist es hier ziemlich dunkel, ist hier ganz dunkel. Oh nein, oh nein. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Ich dachte, die hätten jetzt uns selbst erwischt. Es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Scheiße, ich hasse Hunde. Zumindest böse Hunde, ihr wisst es. Darf ich den abknallen? Oh nein. Nicht gut. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Halt die Klappe. Ja, ihr merkt, ich bin da ziemlich gereizt. Keine Ahnung warum. Einfach mal so. Aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann. Naja. Ach so, ja, genau. Ich weiß warum. Ich wurde ja gerade erwischt. Es ergibt doch einfach alles einen Sinn. Mein Leben hat endlich einen Sinn. So, Mann, ein Scharfschütze da oben. Moment, halt still, halt still. Haha. So, hoffentlich haben wir jetzt keinen auf uns aufmerksam gemacht. Aber wie ich mein Glück kenne, haben wir es gerade getan. Kommt da jemand? Moment, wir haben ja das Fernglas, ne? Warum verwende ich das eigentlich nicht? Ich glaube, ich übersteuere gerade ein bisschen. Ich sollte mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon weggehen. Geh bloß nicht hoch, sonst werdet ihr einen toten Kollegen auffinden. Oh, die sehen aus wie richtige Talibans. Okay, oh Gott, der kommt her. Ist nicht gut, ist bad.
Okay. Oh Mann, meine Stimme ist so im Arsch, ey. Ich schwör's euch. Kommt wahrscheinlich gerade nicht so gut, wenn ich hier mit einer heiseren Stimme gerade jetzt aufnehme und gerade versuche, einen Part aufzunehmen. Naja. Aber ich habe halt gerade Lust gehabt auf den auf ein bisschen Splinter Cell. Habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt mal ein bisschen was auf. Dann haben wir Vorrat fürs Wochenende und für die nächste Woche. Und dann kann ich morgen vielleicht auch noch ein paar Parts machen und die ganzen Parts in der Nacht konvertieren, sodass ich morgen wieder Speicherplatz habe für neue Parts. Geh weg! Alter, wo kommt das Licht her? Du musst weggehen. Das scheiß Licht, meine ich. Ich glaube, mit der Pistole mache ich das. Wir müssen Muni sparen, aus dem Grund, weil wir mit der SC-20K aus der Distanz schießen können, mit der normalen Pistole eben nicht. Deswegen ist die SC-20K Munition viel wertvoller als die normale Pistolenmunition. Ich glaube, ich sollte nachladen. So, jetzt haben wir wieder volle Muni. Ich frage mich, was in dem Zelt ist. Wahrscheinlich pennen da jetzt ein paar Leute. Okay, hier ist nichts, glaube ich. Ne, hier ist nichts außer eine Flasche und Muni! Na. Scheiße! Renn weg, Sam, renn! Sam, renn schneller! Die werden dich erwischen und abknallen. So wie in den anderen vier Levels. Oh Mann, meine Stimme! Okay, ich sollte mich nicht beschweren, das kommt auch nicht gut. Wenn ich mich zu oft beschwere. Naja. Ich bin übrigens nicht der Kevin LP oder beziehungsweise Janka LP. Ich bin ein ganz anderer. Ihr merkt es ja an meiner Stimme. So, in Wirklichkeit bin ich Gronkh. Genau. Gronkh hat so eine Stimme. Oh mein Gott. Idiotenhunde. Wo sind die Idiotenhunde? Okay, ich lasse es lieber auch. Das ist auch nicht gut, wenn ich hier jetzt von Gronkh irgendwie ein paar Jokes klaue. Der Gronkh, der wird ja zu oft beklaut. Oh nein, ich glaube, kann ich den jetzt abknallen? Kann ich den jetzt abknallen? Kann ich den jetzt abknallen? Halt still, halt still, halt still. Ja, perfekt. So, du hältst die Klappe, ja? Ich muss deinen Kollegen hier jetzt wegschaffen. Tasche? Datastick. Ja, können wir lesen, falls es leckt. Was es gerade nicht tut. Lalalala. Oh, jetzt fängst du ein bisschen zum Lecken an. Was für ein Zufall. Wahrscheinlich hat Frap so eine so ein Programm. Ach egal, ich bin so blöd, das zu erklären. Wahrscheinlich wurde in Frap sowas installiert, dass wenn ich sage, wenn Fraps leckt, dass es dann auch anfängt zum Lecken. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr richtig ausdrücken. Ja, ihr seht, ich habe Fraps erwähnt und Fraps fängt jetzt an zum Lecken. Okay, ich sollte Fraps nicht zu oft sagen, sonst leckt Fraps nämlich zu oft. Das ist nämlich nicht gut, wenn ich zu oft Fraps sage, weil Fraps dann vielleicht meine Aufnahme abstützen kann. Okay, jetzt höre ich auf, Fraps zu sagen. Ab sofort sage ich das Videoaufnahmeprogramm. Alter, das Videoaufnahmeprogramm nervt mich gerade. Alter, okay, merke, niemals mehr das Wort mit F sagen. Und ich meine nicht ficken, sondern Fraps. Ja, das habe ich gesagt. Dringen Sie in das Dorf ein. Was haben wir denn für Dateien? Datastick. Was ist denn auf dem Datastick? Ich lese es jetzt bis... Okay, jetzt hat es, glaube ich... Ah, jetzt fängt es wieder an. Okay, lesen wir mal ein bisschen. Ich hoffe, ich habe die Spucke zum Lesen. Von Billy Morcade an Raya Homsi gesendet, 10.04.2006, 9:23 Uhr, betreff amerikanische Berichte, Homsi. Ja, Sakalo, hasst es auch, wenn ich mich als seinen Sekretär bezeichne. Aber egal, wie brillant er als Führer ist. Als Führer. Dieser Mann, nee, ich sollte lieber die Hitlerstimme lassen. Dieser Mann tötet eine Atom. Seine Antwort, nee, das lasse ich lieber. Die Antwort auf seine Nachricht vom 18. April, gestern Nachmittag, diktiert. Okay. Die Springfield, Texas. Pockenschutzimpfungen sind zugegebenerweise nicht so effektiv wie ein Ausbruch der Seuche selbst. Aber wir können gewiss sein, dass wir die Aufmerksamkeit der Welt oder zumindest die des US-Nachrichtendienstes auf uns gezogen haben. Er macht eine Pause, um zu lachen.